Ja, ist auf jeden Fall unheimlich hier drin. Mit diesen Schlangengängen und sowas. Hallo. Wie das wieder seid. Würde halt mal interessieren, wie viel Erfahrung wir pro Skelett bekommen, aber irgendwie. Manchmal nachgucken, ne? 15.600. 15.605. Boah, so viel für ein Feuerskelett. Ist entwaffnet. Ach du Schande. Jetzt habe ich das schon wieder mit dem Metall ist voll. Das verstehe ich ja gar nicht. Metall ist voll. Los. Ich will hier mal den Krüppel, ist da? Das ist vielleicht interessant. Perfekt. Also manchmal. Mann! Verstehe nicht, warum wir manchmal überladen sind, manchmal nicht. Irgendwie der Bogenschütze ist das hier, der mich dauernd entwaffnet. Mann, oh Mann. Erfahrung, ja, dauert noch. Eine Güte. Vor allem haben wir jetzt wieder ganz viel Platz. Sieht aus wie Stich gerade. Hier, Stich aus der Ringe. Das ganze Zeug hier hingelegt. Ich verstehe es halt nicht, ne? Was haben wir denn da? Wir haben die Waffe bei uns, werden entwaffnet und können sie dann nicht mehr aufheben, obwohl wir sie ja bei uns hatten. Ich denke mal, wir haben einfach zu viel Zeug dabei, dass das Spiel gar nicht mehr damit klarkommt. Aber wer platziert denn auch so viele Skelette hier drin? Das ist ja echt verrückt. Okay, weiter geht's. Skelette. Keine Skelette. Ja, die kamen ja auch alle aus allen Höhlen angelaufen. Es kann gut sein, dass hier gar keine mehr sind, was alle gewesen sind. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Hier zumindest. Oder ist hier? Nö. Na gut, im Nein-Nein, 70.000 Gold haben wir. Ah, der Stufenaufstieg. Wie gesagt, ich möchte unbedingt wissen, wie dieser Helm aussieht. Vielleicht sieht er auch doof aus, ne? Ich sage jetzt die ganze Zeit, oh, dieser Helm, er ist so toll, aber ich habe ja keine Ahnung. Nein, nein. Die haben ja alle geplündert. Ja, ja, ja. Nee. Hunden. So, dann geht's hier jetzt nochmal hier in die Richtung weiter. Hallo? Oh, toll. Das war ein Trauerspiel. Tschüss. Mächtige Rippenhandschuhe. Nee, uns nicht.
Okidoki. Die Höhle ist doch lange nicht vorbei. Addiert bitte mal. Ach du Schande. Leute, übertreib... Alter, das ist total übertrieben. No way. Das ist ja mal total übertrieben. Habt ihr das gesehen? Also ist ja... Bis jetzt ist ja alles okay gewesen, ne? Aber das ist echt übertrieben. Alter Schwede. Ich sehe meine Maus im Bild. Was ist jetzt los? Okay, jetzt nicht mehr. Alles klar. Ich hoffe, ihr habt die Maus nicht gesehen. War gerade kurz meine Maus im Bildschirm. Boah, ich hasse das, ne? Alter, ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, 10 sind ja okay. 20 Skelette. Klar, mache ich mit. Aber... Das hier. Was packt die Engine gar nicht? Mann. Junge, Junge, Junge. Mann, Mann. Meine Güte. Was haben die sich dabei gedacht? Die können doch nicht so viele Skelette hier reinpacken. Ich meine, es ist ja anfangs auch gut und lustig gewesen, aber jetzt langsam reicht's. Oh Mann. Ich dachte, der andere Gang wäre schlimm gewesen. Oh weh. Hoffentlich waren das alle. Ich denke, mein paar sind noch zurückgelaufen. Schönes Schwert. Schwert des Unheils, ja. Nee. Drachenhanich des Waldes. Der sieht auch schön aus.
glaube, Problem der Höhle ist einfach, dass sie aus allen Richtungen kommen, weil wir die verschiedenen Schichten alle gleichzeitig ankratzen. Das sollten eigentlich gar nicht so viele sein, die angreifen. Problem ist nur, dass wir diesen Bereich betreten, in den wir alle anlocken. Und dann kommen alle auf einmal an. Das geht gar nicht. Was gefühlt 20 zu viel sind. Ah, Stufaufstieg kommt bald, oder? Jawohl. Gold haben wir 72.000, Leute, also. Da können wir bald gut einkaufen gehen. Hallo? Au. Nein! Das Spiel ist abgestürzt! Mann, Leute. Absturz Nummer 1. Ah. Wundert mich aber nicht, ne? Nochmal, um das ganz klar zu sagen. Das wundert mich bei der Höhle gar nicht. Okay, starten wir neu, ist gar kein Problem. Und an dieser Stelle bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass es OBS gibt. Weil ohne OBS wärt ihr jetzt raus gewesen. Jetzt startet der das Spiel gar nicht mehr, ist auch nicht schlecht. Jetzt. Okay. Und ihr müsst gleich wieder etwas sehen. Schnellspeicherung, ist das das letzte gewesen? Okay, dann müssen wir den kleinen Abschnitt nochmal machen. Ernsthaft? Oh, ich hasse es. Gebt mir doch nicht auf den Keks! Ich glaube, das Problem ist das folgende, dass drei Entwickler dachten, hier müssen Skelette drin platziert werden. Deshalb ist hier die dreifache Menge drin gelandet. Ich denke mal, das ist die logische Erklärung. Das ist im Leben nicht normal hier. Bleib doch stehen! Mal sehen. Au. Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ich bin sonst nochmal, ne? Dass das ganze Spiel abgestürzt ist, wundert mich gar nicht, weil das hier ein bisschen heftig ist. Das ist ja schon... Wären die nicht alle gegen uns, sondern wäre halbe, dann wäre es eine riesige Schlacht, die hier stattfinden würde. Es ist wirklich sehr, 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 sehr umfangreich von der Gegnermenge her. Und umso beeindruckter, dass das Ganze überhaupt klappt, ne? Also, würde mich nicht wundern, wenn das ganze Spiel dauernd abstürzen würde. Man erschreckt sich ja, wenn so 4-5 Wivern kommen und dann kommt das hier. Das ist ein bisschen komisch. Machen wir es mal so. So lasse ich mir das gefallen. Vor allen Dingen dachte ich, auf der einen Seite hinten wären viele gewesen. Dann kommt das hier. Das ist ja echt total übertrieben. Tut mir leid, aber... Na, wer sagt's denn? Machen wir so, sicherheitshalber.
Hier ist eine Sackgasse, perfekt. Oh Mann, ich erwarte am Ende eine wunderschöne goldene Drachenrüstung, die stärkste Rüstung des Spiels, die uns dann das restliche Spiel lang begleitet, uns immune macht gegen jegliche Angriffe. Ja, schön wär's, ne? Wahrscheinlich eine leere Kuhle mit gar nichts. Na gut, selbst dann wäre die Belohnung ja die Erfahrung, ne? Ist ja alles gut soweit. Wer hier an der Stelle jetzt versucht, Skelette mit Schwertern zu bekämpfen, der ist wirklich komplett aufgeschmissen. Es tut mir leid, das so klar sagen zu müssen, aber der ist komplett aufgeschmissen. Stufaufstieg! Leute, wir werden gerade wortwörtlich in die Mangel genommen. Ja, was machen wir jetzt? Ich will den Helm jetzt nicht anziehen. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Mach mal. Schon wieder! Das Spiel packt die große Gegnermenge nicht. Arr. Okay, Leute. Nochmal. Ich taufe diese Höhle die Absturzhöhle. Alles klar. Neuer Versuch, neues Glück. So lasse ich mir das gefallen. Oh weh. Aufstehen. Nein! Ich hasse es. Was soll das denn? Du wurdest entwaffnet. Du wurdest entwaffnet. Was ist das denn schon wieder hier? Mach doch weniger Skelette! Oh, ihr könnt doch nicht allen Ernstes so viele Skelette hier reinpacken, dass ich zwei Stufenaufstiege bekomme. Was ist denn los mit euch? Meine Güte. Oh, ich krieg gleich die Krätze. Wer macht denn so viel Schaden da? Mensch, nee, das darf doch nicht wahr sein. Stopp! Meine Freunde, hört mal. Ihr seid schon tot, ja? Also lasst mich bitte am Leben. Es bringt euch doch nichts, mich zu töten. Ich würde euch ja wiederbeleben, aber ihr seid tot. Mann. Nee, da ist gar nichts. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Ulmenbogen, 381. Was hat denn bitte so viel Schaden jetzt schon wieder gemacht? Ach. Die Masse. Einfach sticht weg die Masse, denke ich mal. Ende. Okay, das war's. Ja, okay. Sehr viel Erfahrung. Zwei Stufenaufstiege. Ich beschwere mich nicht, aber Kotz-Kotz-Wirk. Zwei Abstürze waren das jetzt, ne? Zwei Abstürze. Drei, zwei. Zwei Abstürze. Verstärkter Drachenschild. Oh. Zwei Abstürze und, einfach, das waren zu viele Gegner. Ich denke mal, da brauchen wir nicht diskutieren. Das lag einfach daran, dass das ganze Spiel und die Engine damit nicht klarkam. Es war einfach zu heftig.
Das Stocken hat es gezeigt. Es hat ja auch damals in Tabakin schon sehr, sehr stark gestockt. Bei den ganzen auf- und zuklappenden Türen, den ganzen NPCs, die da aus den Häusern rauskamen. Aber das ist jetzt einfach ekelhaft gewesen. Wer hat sich das denn einfallen lassen? Wirkt echt so, als hätten drei Entwickler daran gearbeitet an der Höhle. Der erste, der das Design gemacht hat, hat da 50 Skelette reingesetzt. Der zweite, der die Qualitätssicherung gemacht hat, hat auch mal 50 reingesetzt. Und der dritte, der Test, hat sich in Scherz erlaubt, noch mal 50 reingesetzt. Dabei kam das hier raus. Aber das war nicht normal. Okay, die Königshaube, Leute. Endlich. Oh yeah. Oh ja. Vorher. Nachher. Ja, jetzt muss man unser Gesicht nicht mehr ertragen. Vom Wert her war die auch besser, oder? 2800, nö. 2700, egal, wir nehmen die, die sieht gut aus. Stimmt. Okay. Jetzt müsst ihr hier unten gleich irgendwo die Abzweigung. Ja, wir lassen die Wivern mal. Da kommt Freude auf. Na, bei mir nicht. Stopp. Clovelly Fourstone. Stopp. Clovelly Fourstones. Ich glaube, Clovelly ist das. Genau, das Fischerdorf und Fourstones ist das, wo wir hinwollen. Das heißt, wir müssten hier jetzt an der Stelle links abbiegen. Hans, bleib doch stehen, was ist los mit dir? Richtung Fourstones. Und hier müssen wir jetzt irgendwo direkt wieder links abbiegen, Richtung... Banditen. Meine ich aber nicht, wo geht's denn zum Turm? Ah, okay, hier direkt. Hallo? Ja! Die halten mehr aus. Ich wurde entwaffnet. Ich hasse es. Könnt ihr mal... Warum bin ich jetzt wieder überladen? Ich hasse es, Leute. Tut mir echt leid, aber jetzt bin ich wieder überladen. Ich habe das Schwert doch in der Hand gehabt. Warum bin ich jetzt auf einmal überladen? Mal sehen. Ich habe eine Theorie. Es kann ja sein, dass die Ausrüstungsgegenstände, die wir im Inventarslots haben, null wiegen. Wisst ihr? Und jetzt werden wir entwaffnet, müssen wir wieder aufheben, dann wiegt er wieder was. Wäre zwar doof, aber macht Sinn. Mal sehen. Ich achte jetzt auch nicht mehr hier groß auf die Werte oder eher gesagt auf die Gegenstände selbst. Wir haben so viel Zeug, ich will eigentlich nur zum Händler kommen. Das ist inzwischen so viel geworden. Mal sehen. Drachenharnisch des Waldes. Warum denn immer nur Drachenharniche? Warum nicht warum keine Helme oder Stiefel oder sonst irgendwas? Harnisch der Vollendung. Merkwürdig. Das ist der Pfad Richtung Turm. Ja. Dann bleiben wir mal hier stehen mit Hans und gehen den Rest zu Fuß lang. Da ist der Turm. Der erste Turm. Ich bin sehr, sehr gespannt, inwieweit wir später auch echt andere Schwerter bekommen werden. Ich gehe mal fest davon aus, dass die Schwerter später wirklich in die Tausenderbereiche vom Schaden her gehen. Ich meine, wir haben nicht mal die Hälfte, ne? Wir haben vielleicht gerade mal einen dritten, Viertel, würde ich sagen. Okay, und ich präsentiere euch den ersten Turm. Was ist das denn da? Untoter Bär. Ja, sieht cool aus. Hallo? Kommt mir gelegen. Nekromant.
Was ist das denn? Hilfe, ich bin im Irrenhaus gelandet. Yo, Nekromanten, klar. Was kostet die Welt? Da packen wir aber direkt 50 Stück davon dahin. Dencho, Dencho. Hört auf zu lachen. Ihr seht, die Türme sind böse. Nicht lieb. Oh, da ist es. Da vorne steht es. Er hat vielleicht links gesehen. Au. Ja, Nekromanten. Ja, hinten stand, ihr habt es vielleicht gesehen, ein untotes Pferd. Sieht sehr cool aus. Okay, da geht es auch nach oben, wie ihr sehen könnt, aber ich glaube, das ist ja später interessant. Oh, das ist eklig. Ich weiß nicht, ob ich Hans dafür verrate. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Das ist gruselig. Ich mag die Türme gar nicht, weil ich ja damals, wie gesagt, da war ich noch relativ jung. Da war ich auch noch sehr, sehr schwach. Ich glaube, ich bin durchgelaufen hier in den Türmen. Ich habe die nicht alle besiegt, die Gegner. Und ich habe mich sehr, sehr erschrocken, als hier Nekromanten waren. Weil die Türme jetzt nicht gerade aussehen wie, ja, böse Nekromantentürme. Das gleiche werden wir auch später nochmal bei dieser Ork-Stadt erleben. Ich habe da echt gedacht, das wäre eine schöne Stadt, wie die anderen. Und dann ist das einfach so eine von Ork besetzte Stadt. Ich meine mich auch düster daran zu erinnern, dass da drin, ähnlich wie in Gothic 3, in Gotha, eine Art Dämon oder sowas war. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Also ohne Garantie an der Stelle. Aber ich meine es zumindest. Und da habe ich mich so erschrocken, weil ich so gedacht habe, yo, schöne Stadt, gehst mal rein. Und dann, toll. Nicht so schön. Wow! Okay. Oh, das ist eine schöne Aussicht. Ja, das ist eigentlich schon ein gutes Zeichen dafür, was wir erwarten, ne? Was uns bevorsteht, das Symbol, wofür die Türme da sind. Mehr verrate ich aber nicht. Okay, und wir haben hier ein untotes Pferd. Es ist sehr, sehr cool gemacht eigentlich, aber ich mag es halt nicht. Na, also wem sowas zusagt, hier habt ihr ein untotes Pferd. Ich pack das mal hier draußen vor, damit wir es immer mitnehmen können, wenn wir wollen, aber... Nein, aus, was ist los mit dir? Ha? Sieht sehr gruselig aus. Ne, wir bleiben bei Hans. Ja, und das war damit der erste Turm. Und das erwartet uns fünfmal. Ich weiß nicht mehr, ob die stärker werden mit der Zeit, die Gegner bei den Türmen. Das weiß ich echt nicht mehr. Keine Ahnung, frag mich nicht. Müssen wir ausprobieren. Hat jetzt relativ gut geklappt. Waren jetzt auch nur Nekromanten in Anführungszeichen. Wir können natürlich wieder hier ein bisschen verbessern, ja. So, macht ja schon so einiges aus. Gut, ansonsten folgen wir dann beim nächsten Mal weiter dem Pfad hier Richtung Four Stones. Ich guck mal kurz. Ja, gehen wir hier runter Richtung Four Stones. So. Ja, oder eben hier rum zum Dorf. Oh, das ist so kompliziert. Ich habe keine Ahnung. Es gibt so viele Wege. Leute, aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Boah, ich finde den Helm cool. Sieht gut aus.
Vielen Dank fürs Zuschauen bei Two Worlds und bis zum nächsten Mal.